Moin, moin, liebe Leute. So, Podglavica. Zwischen Dubrava und Dobrovoda gelegen ist eigentlich auch nicht ganz richtig. Ich glaube, es gehört sozusagen zu Dobrovoda, aber egal. Ich zeige es euch mal irgendwann auf der Karte. Flache Ebenen, drei flache Ebenen. Super schön. Wiese, 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 Wiese. Mit Meerblick. Mit dem Auto 3 bis 5 Minuten, wenn überhaupt, runter zum Einkaufen hier nach Dubrava oder ans Meer. Super ruhig gelegen, unberührtes Land. Ihr habt hier ein paar Obstbäume und ein paar, ich sehe ein, zwei, drei Maslina, Olivenbäume. Ein, zwei, drei, wie auch immer. Podglavica ist, wie ich das schon mal gesagt habe, teurer im Verhältnis, dieser Bereich hier zwischen den beiden Ebenen. Fragt mich, warum es so ist. Wegen des guten Ausblicks, wegen der ruhigen Lage. Ich weiß es nicht. Ist einfach so. Es sind also keine gestiegenen Preise. Gestiegenen Preise. Es sind keine gestiegenen Preise. Sondern ist schon immer so teuer hier. Es ist, wie es ist. Also, vielleicht ist das trotzdem was für den einen oder anderen von euch. Deshalb filmen wir es. Es sind 5000 Quadratmeter insgesamt. Teilbar. Die teilbaren Größen müssen wir dann nochmal rausgucken, weil ihr werdet gleich sehen die unterschiedlichen Ebenen und dann zeige ich euch, wo man Zufahrt machen kann. Also traumhaft schön, super ruhig, super schön, super, super schön, mit super, super Poglet n'amore. Mashallah Poglet n'amore, wie ich es immer sage. Also, ich drehe die Kamera um, dann könnt ihr es sehen. So, also diese untere Ebene, diese Ebene und diese hier. Na? Hinten. Die Berge. Aktuell ein Paradies für Bienen. Oh, es riecht hier gerade so unfassbar himmlisch toll. Leider begegnet man aktuell auch ein paar Schlangen hier. Immer schön vorsichtig sein, ne? Genau. Also man könnte eben diese unteren beiden Parzellen zum Beispiel abtrennen, weil hier der Meerblick. Man da unten an dem Baum ungefähr hier eine Zufahrt machen kann zu den beiden Ebenen. Ja. Also deshalb kann man das unten abtrennen, wenn man dann möchte. Also, super schön Meerblick. Genau. Wiese, 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 Wiese. Wir drehen uns mal einmal rum. Schön langsam, damit nicht allen schwindelig wird hier. Es bient und bient und bient. Also wenn man hier jetzt gerade ein paar Bienenstöcke hinstellen würde. So, da hinten ist die Einfahrt zu diesem Grundstück hier. Da hinten geht es um den Weg lang. Der muss noch ein bisschen hier und da verbessert werden, damit ihr komplett drauf fahren könnt. Aber alles, also nur ein bisschen, ist eigentlich ein guter Weg. Ne? Da hinten seht ihr Kalampa Vista, das ist um die Ecke vom Stella. Stella ist hier auch zu Fuß 5 Minuten entfernt. So. Super schön, super schön, super schön, super schön. Super schön, super schön, super schön. Oh, ich wünschte, ich könnte den Geruch mit aufnehmen. Oh, das riecht hier so gut. Also, wenn ich eine Biene wäre, ne? Wäre das mein Top-Favorite-Grundstück? Naja, ihr wisst, was ich meine. Also, Amen.